Das ist harmlos in der Stadt. Das ist harmlos gegen dem, was hier ist. Hier stehst du morgens auf und stehst, du bist aus dem Plymo raus und stehst sofort knietief im Düffeldunk. Echt. Bis am Hals in der Scheiße und noch ein Stückchen mehr. Bitte nicht rudern. Grillfest steht an, kein Rasen gemäht. Klaus hat es in der Schulter. Geht um Arbeit, hat Klaus immer irgendwo was. Angeblich sollten ja die Alpakas hier den Rasen abfressen, nur bis die so weit sind, wie es Ostern und Weihnachten auf einen Tag. Was blieb mir anders übrig? Also habe ich mich auf den Trecker gesprungen und Rasen gemäht. Meine Frau den Rasen mähen. Mit dem scheiß Gatter hinten, mit dem Bauch, wo ich mir die Schulter verrenkt. Nicht aufgepasst nochmal. Das ist immer, wenn man nicht immer zu schnell sein will, wenn man hektisch ist und nicht aufpasst, dann verreißt man sich schon mal was. Ja, dann Kälte gekriegt und schon war es vorbei. Sie hat richtig Spaß daran. Ne? Das ist ja mal was anderes. Ist ja nicht so langweilig wie mit unserem Rasenmäher, so mit der Hand zu schieben. Das ist also ein bisschen einfacher, denke ich mir. Und das macht ja auch Spaß, so mit so einem Rasentrecker darüber zu daddeln. Oh, Trecker fahren wir gleich. Trecker fahren wir richtig gut. Was ist dein Hobby? Und was wird das, wenn das fertig ist? Das ist jetzt die gewerkschaftliche Pause. Bin gerade verklagt worden, hab da hinten den Ameisenhügel das Hochhaus abgebaut. Sind gerade am Ausziehen. Wer hat denn überhaupt Genehmigung erteilt, bei unserem Grundstück zu wohnen? Ja, das war aber schon, hör mal. Ja, nun. C'est la vie, ne? So kann das passieren, ne? Dann sind sie gleichmäßig verteilt, können sich viele Einzelhäuser jetzt wissen bauen. Die auf jeden Fall, wie das ist, wenn man in der Baracke wohnt. Sind nee, wir nicht die Einzigsten? Jetzt aber mal ohne Scheiß, kannst du den Hügel mal angucken? Ob ich da jetzt noch mal drüber fahren kann, weil er ist genau jetzt hier in der Mitte. Warte, ja, aber guck mal, nicht, dass ich da rüber fahre und dir mit dem Ding auf die Schnauze fall. Na, ich guck mir das mal an. Weil, ich glaub nicht, dass die das so toll finden. Weil hier bin ich ja schon drüber gefahren, aber hier ist alles noch. Ja, und? Gehe ich das einfach so drüber? Fall ich da nicht runter? Nee, machst du ein bisschen höher, fährst du einfach drüber, ist das erledigt. Weil die bauen sich eh ein neues. Ich fall also nicht von dem Teil. Nein, wenn du da runterfällst, ist nicht so schlimm. Die Ameisen erledigen das. Brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Boah, Schatz, ich liebe dich auch. Ich wollte ja nur mal sagen. Komm, geh wieder auf deine Tribüne da. Ja, ich wollte gerade sagen. Schon deine Schulter, geh auf deine Tribüne. Du darfst den nur nicht so weit runter. So, wenn du jetzt fährst, ja. Nur auf 4. Ja. Maximal 3, aber ich würde eher nur auf 4 fahren. Ja. Ja, dann ist er nicht ganz so tragisch. Dann muss halt eben zweimal drüber röbeln. Ja, ja. Aber du machst das schon prima, sieht gut aus. Macht sich von da gut. Ich komme mir vor wie beim Formel-1-Rennen. Ich warte immer auf die Konkurrenz. Aber der Vettel schafft es einfach nicht, dich einzuholen. Ich kann auch einen Nebenjob annehmen. Ne? Ja, habe ich gerade so überlegt. Ein Fußballfelder mähen. Ja, also wenn ich mir einen Job suchen muss, denke ich mir mal, dass ich irgendwo in die Gastronomie dann gehe. Ja, weil da sind die Arbeitszeiten okay und es ist halt der Lohn plus das Trinkgeld. Mit unserem Geld kommen wir so ein Jahr. Wenn wir Glück haben, auch anderthalb Jahre aus. Aber dann muss auch alles so weit sein, dass wir schon im Kreislauf sind. Dass wir das Ganze so ein bisschen im Kreislauf haben. Und wenn das mit den Salaten und mit diesem Gemüse klappt, können wir die natürlich auch noch veräußern.
Ich denke mal, ich könnte auch veganisch, wenn alles Stricke reisen, könnte ich auch als Schrauber arbeiten. Autos schrauben ist ja nicht das bisher. Nicht das Problem, und das kann ich ja nur. Habe ich ja nur in der Stadt oft genug gemacht. In Düsseldorf habe ich das ja jahrzehntelang gemacht. Und was machst du? Ich schreibe auch was für das Brot, was du brauchst. Was möchtest du denn machen? Kartoffelsalat? Ja, habe ich schon aufgeschrieben. Nudelsalat? Habe ich auch schon aufgeschrieben. Würstchen, Fleisch. Baguettes. Baguettes ist gut. Zu jedem vernünftigen Grill gehört auch mal so ein Baguette. Oder ja, zwei oder drei. Fertig beim Metzger beim Bäcker kaufen. Sind ja kalt. Ja, immer. Ich habe keinen Herd. Wo soll ich Baguettes jetzt auftauen? Wie soll ich die gar kriegen? Soll ich mich draufsetzen oder was? Das wäre auch mal eine Möglichkeit. Seit drei Wochen erzählst du mir, du besorgst mir einen Herd. Erzählst, du machst, du tust. Kein Herd. Nix. Ja? Steh endlich mal zu dem, was du mir versprichst. Die dritte Platte hat jetzt auch noch den Geist aufgegeben. Ja, wenn du die überlastest? Ja, wenn ich die überlaste, ich muss ja kochen. Die einen schalten sich da laufend ab und nichts passiert hier, gar nichts passiert hier. Hörst du jetzt mal auf hier, oder was? Weißt du was, mach deinen Scheiß allein, ich hab keinen jetzt Bock jetzt ist aber mehr. Feierabend! Nee! Es reicht! Weißt du was, hab keinen Bock mehr, mach den Scheiß alleine, koch alleine, grill alleine. Will nicht mehr. Merlin, komm. Steh nicht zu dem, was du sagst. Mann, guck, dass du durch die Tür kommst. Von dem. Weil er verspricht nichts. Und wenn ich dann mal sag, schreit er mich auch noch an. Also finde ich eine bodenlose Unverschämtheit. Habe ich nicht nötig, mir gefallen zu lassen. Er steht doch angeblich immer zu seinem Wort. Schatz, ich stehe immer zu meinem Wort. Was ich verspreche, halte ich auch. Das Jahrtausend hat er noch nicht dabei gesagt. Das ist so typisch Lisa. Egal, was du machst, du bist eh nicht richtig. Ich habe ihr gesagt, ich besorge mich hier. Aber wo soll ich mir den jetzt herholen? Soll ich mir den aus der Rippen schneiden? Funktioniert auch nicht. Und hier im Umfeld ist nichts. Er ist doch unterwegs mit dem Auto. Wo Bauhaus ist, das wissen wir. Das haben wir schon gefunden. Aber es wird doch hier irgendwo die Möglichkeit sein, so einen Scheißherd aufzutreiben. Nein, wenn es ihn betrifft, wenn das für ihn wichtig wäre. Wäre das schon fünfmal hier. Betrifft ja nur mich. Das ist das. Ich kann zusehen. Waschmaschine, demnächst bin ich hier mit einem Waschbrett unterwegs oder was. Dann hat er das als Schleifchen um den Hals. An, dann Lisa, nur wegen so ein paar Baguettes, so abgeht wie ein Zäpfchen. Meine Fresse, die war ja wie durchgeladen. Cap Canaveral, alle 5 Sekunden neuer Satellit. Die ist abgegangen wie ein Flugzeug. Habe ich ja noch gar nicht gesehen. Aber ohne Lisa, hier, nee, das würde auch nicht gehen. Also ohne Lisa, nee. Lisa ist mit das Beste, was mir in meinem Leben passiert ist. Die einzige Freude, die ich zurzeit noch habe, sind meine Hühner und mein Hund. Und meinen Hühnern bringe ich jetzt gerade mal was Leckeres zu essen. Das ist Dorothea. Das fetteste Huhn der ganzen Clique ist Dorothea. Thank you.
Stimmung ist heute auf den Nullpunkt gelandet bei der Familie Fuchs. Wir haben keine Stimmung. Lisa ist richtig depressiv drauf, weil ich gestern zu lange unterwegs war. Und jetzt ist sie natürlich sauer und spricht nicht mit mir. Seit gestern nicht mehr. Und ich repariere und mach und tu. Mal sehen, was gleich kommt. Und das ist auch eine Schweinearbeit hier. Alles kaputt. Ich repariere hier andauernd. Ich bin irgendwas am Machen. Egal was. Du musst immer irgendwas am Reparieren. Weil das ist ja nicht mal eben so getan. Ja, hat Klaus mehr Aufgaben als in der Stadt. Du stehst dir selbst im Weg. Du drehst dich dreimal und fällst über deine eigenen Füße. Weil du einfach nicht weißt, wo du anfangen sollst. Das ist einfach zu viel. Denn ich liebe dich.